Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Und es geht weiter hier mitten in unserem traumhaften Endlosspiel. In der letzten Folge hat uns dann auch die dritte Mitspielerin verlassen. Baronessa Constanza Chanzi wurde aus dieser Inselwelt verjagt. Ist doch super, oder? Jetzt ist nur noch der Hassan, der mit uns im Krieg liegt. Und da habe ich ja aber auch schon eine Idee. Wie zum Beispiel ein paar Hafentürme hier zu bauen. Und wenn die Flotte mal wieder da hinkommen sollte. Sag mal. Der dreht doch völlig durch. Der ist völlig wahnsinnig geworden. Den schnappe ich mir jetzt. Gut, aber wir haben hier oben auch noch ein Bettlerlager, was wir uns... worum wir uns kümmern müssen. Ich muss ein paar Weinfelder hier abreißen. Wir stehen zur Verfügung. Ach, das passt alles nicht. Das passt alles nicht. Nein. Was wünscht ihr? Ein Trebuchet. Das passt. Aber so nicht, sondern so. Okay. Wie lautet euer Befehl? Aber das große Heerlager muss ich auf jeden Fall hier auch noch. Ups. Nein. Falscher Klick. Wir stehen zur Verfügung. So ist gut. Ja. Mit den beiden werden wir dann die... das Gesetzlosenlager attackieren. Und dass der Hassan jetzt plötzlich Gebäude angreift, das finde ich überhaupt nicht gut. Und das soll er eigentlich auch gar nicht. Naja, widmen wir uns dem etwas friedlicheren Teil der Inselwelt. Wie zum Beispiel unserer neu gegründeten Stadt Baldingen. Ziel eines Angriffs. Ja. Da werden wir keine Erbarmen zeigen und sofort angreifen und hoffen, dass die Flotte hier nicht zur Hilfe kommt. Wobei sie das schon mal, glaube ich, kam. Die war, glaube ich, mal hier. Naja. So, also Werkzeuge sind, alles ist voll. Dann können wir wieder richtig viel bauen hier. Das ist super. Also auf jeden Fall muss ein Kaiserdom her. So die Frage, wohin damit? Den müssten wir dann natürlich auch richtig, richtig schön ausschmücken. Den könnte man zum Beispiel nach hier hinten so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zu. Oder in die Nähe. Irgendwo so in die Mitte und dann einfach drumherum alles verzieren, oder? Ja. Oder der VLC Media Player will ein Update installieren. Das können wir natürlich auch machen. Ach, das müssen wir erst später machen. Widmen wir uns erstmal hier wieder dem Teil. Wir haben ja noch nicht mal ein Patrizier aus. Dann streckt schon ein Kaiserdom, wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Wie wollen wir jetzt hier weitermachen? Wollen wir die ganze Insel wieder vollklatschen mit Häusern? Ich glaube schon, oder? Also, wo bleibt mein Marktplatz? Mein zweiter. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Ja. So ein lächerliches Schiff. Ja, und da kommen sie. So, und ganz schnell wieder weg hier. Mann, 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 Mann. Stand das hier? Eins, zwei, nein, das... Oder hatte ich hier sogar noch... Hat das schon zwei kaputt gemacht? Also hier passt auf jeden Fall eins. Tja, das sind jetzt also nur noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Blöd aber, dass der Hassan alle 5 Minuten ein Schiff zur Verstärkung da wieder hinschickt, sollte eins kaputt sein. Also bringt uns das jetzt nicht viel. Wir brauchen auf jeden Fall einen Marktplatz. Einen Marktplatz, das ist ganz, ganz wichtig. Wollte ich ja eben auch schon bauen.
Tja, man könnte die eigentlich echt mal ein bisschen mehr aneinander bauen. Ne, das wäre natürlich hier wieder viel zu nah an der Linie. Schwierig, mal nicht nach Prinzip zu bauen. Haben wir hier einen Arzt schon? Nein. Dann kommt jetzt hier so ein Arzt hin. Feuerwehr? Auch nicht. Ich hätte schwimmen können, ich hätte schon eine Feuerwehr hier gehabt. So. Dann sind wir die schon mal alle los. Dann kann hier noch eine Schenke hin. Ach, eine Kapelle fehlt noch. Und dass wir das hier irgendwie so alles irgendwie schön gebaut kriegen. Echt schön, mal jetzt eine Stadt. Naja, am Reißbrett ist das ja jetzt auch nicht wirklich, aber mal halt nicht von Grund auf bauen zu müssen. Denn jetzt haben wir zum Beispiel schon alles, was wir brauchen. Wir können auch jedes Gebäude hier schon bauen und müssen nicht warten, bis wir uns das den Schulturm erst freischalten. Den haben wir nämlich jetzt schon. So, was macht die Kirche? Da brauchen wir noch ein bisschen Stein für. Und ich habe WhatsApp offen. Das muss drin geschlossen werden. WhatsApp, da. Okay. Dann kann es ja weitergehen und wieder ist irgendwie so ein Radius hier. Ja, so ein Turnierplatz. Der muss hier auch hin. Der muss hier auf jeden Fall hin. Also wir fahren zurück und packen noch ein paar Steinchen ein. So. Dieses Schiff ist eines meiner besten. Das Flaggschiff von ihm. Moment, wir brauchen jetzt keine Kriegsmaschinen mehr. Das heißt, den ganzen Laden werde ich mal anhalten. Dich auch. Denn wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Handelsschiffe, denn wir müssen natürlich auch die Versorgung von der Insel hier sicherstellen. Wir werden also auch gleich noch Gewürze anbauen. Und dazu brauchen wir einfach mal ein paar mehr. Oh, ich habe gerade die Idee. Wir werden einfach hier raus so eine Art Venedig bauen. Denn wir haben auf dieser Insel hier eigentlich hauptsächlich nur Gebäude gebaut, die man schon in der Grundversion des Spiels bauen konnte. Außer jetzt diesen Löwen hier. Und den Platz. Aber das ist jetzt mal davon abgesehen. Hier können wir zum Beispiel diese ganzen Gebäude hier bauen. Den ganzen Palast. Alles, was jetzt hier mit dem Venedig-Add-on dazugekommen ist. Dieser Wasserbassin, das passt halt dann alles so in die Stadt rein. Und wir werden mal hier so eine richtige... Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Reichen Siedlung aufziehen. Wobei die Insel hat... Ja, oder so. Nee, machen wir das auf eine andere. Ich weiß es nicht, weil die ist eigentlich schon ziemlich groß. Auf jeden Fall werde ich die Idee im Hinterkopf behalten. Und natürlich soll dann die Versorgung von dieser Stadt auch nur mit venezianischen Schiffen funktionieren. In welche Richtung habe ich die Kapelle ausgerechnet? Da muss die Kirche ja auch in die Richtung. Also... Moment, ich muss... Ne, so ist schon richtig, ja. Denn dann kann ich einmal hier rumziehen. So, und dann werden wir da ein paar Bäumchen hinstellen. So, zum Beispiel. Ah ja, und einen Weg brauchen wir auch noch. Zum Beispiel hier und hier. Okay. Das sieht schon mal ganz okay aus. Ja, so ein Palast, der könnte dann halt nach hier oben. An sich ist die Insel schon ganz gut. Also wenn man da wirklich eine riesige Stadt draus bauen will,
Ich glaube, das machen wir auch. Also, wir brauchen von allem ein bisschen was. Nee, das macht keinen Sinn, so wie ich das gerade gemacht habe. Kann ich jetzt eigentlich das so machen? Nein. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich muss den machen. Jetzt kann ich offen, endlich. So. Also, das bringen wir alles da nach oben. Und hier werden wir erstmal ein paar mehr Lagerhäuser bauen. Schiffsbau abgeschlossen. Sehr schön. Gleich das nächste Schiff. Wo sind die denn? Ach, da. Eine Speicherstadt könnte man... Wobei... Geht das dann auch für... Wenn die Adligen auf einer anderen Insel sind? Das weiß ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. So, wie viel Platz haben wir? 135 Tonnen. Immer noch zu wenig. So, ich versuche mal hier so ein bisschen den... Nee, das sieht blöd aus. Okay. Dann kann das ausgeladen werden und das kann wieder was einladen. Zum Beispiel den ganzen Kram. Und dann gucken wir mal. Also, Gewürze. Wo sind Gewürze? Die Insel hier möchte ich eigentlich... Also ich möchte das schon voneinander trennen. Und hier haben wir gerade eine perfekte Insel gefunden. Vielleicht noch ein bisschen Steinchen mitnehmen. So, für ein paar Lagerhäuser. Und tatsächlich ist die Insel gar nicht so weit weg. Also die Kaufmannskochen hier. Ich habe das doch eigentlich erst vor ein paar Minuten, paar Sekunden, wollte ich sagen, losgeschickt. Und das ist schon da. Sehr schön. Also das hier muss leider weichen. Und dann, genau, fehlen jetzt Gewürze. Aber dann können wir die Patrizier einziehen lassen. Gut, soll ich eine Stadtmauer bauen? Eigentlich brauchen wir eine Stadtmauer. Aber da ich die ja jetzt so venezianisch bauen möchte, weiß ich nicht, ob diese Stadtmauer gut aussieht. Ach, eigentlich schon, oder? Habe ich irgendwas, was ich in den Hafenbereich stellen kann? Das sieht halt alles so... Vielleicht hätte ich mir doch mal die IAA im Mod holen sollen. Mit der kann man nämlich ein paar mehr Gebäude bauen. Nee, das kann man halt nicht alles... Das kann man nicht in den Hafen stellen. Sowas hier. Einfach als Mauer. Eine Palastreihe. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig. So viele Ideen, aber so wenig Möglichkeiten, diese umzusetzen. Also ich kann auf jeden Fall dich schon mal wieder zurückholen. Wir brauchen Glas auch eine Menge. Warum haben wir eigentlich hier 300 Tonnen Lagerplatz? Ich habe doch hier gar nichts. Ich habe hier zwei Lagerhäuser habe ich doch unten, oder? Achso, hier unten. Okay. Okay. So, ich muss hier noch... Ja. Das ist ja was. Guckt euch das an. Das passiert, wenn man vom Giacomo Garibaldi den Auftrag entgegennimmt. Hatte ich aber schon mal, dass eine Flotte von einem Auftrag genau in der Korsarenflotte erscheint. Wie machen wir das? Oh, vielleicht sollte ich mal meinen OBS wieder anmachen. Also nicht anmachen, sondern mir anzeigen lassen. Man könnte natürlich hier oben... Ja, eigentlich muss das da nach oben. Also hier oben muss der Palast hin. Die Frage ist nur, wie? Wie bauen wir jetzt hier einen Palast, der auch noch okay aussieht? Also ich möchte unbedingt diesen Torbogen hier haben. So, und ich habe jetzt bei Gronkh im Livestream gesehen, denn der hat ja nämlich auch Anno jetzt gespielt. Und zwar vom 16. auf den 17. Anno 1404 wohlgemerkt. Und da
hat er aber die Grundversion gespielt. Ah ja, das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Aber dann, als Gronkh das vorgelesen hat, besitzt dieselben Eigenschaften wie Steinstraßen. Damit ist eigentlich sicher. Den Satz habe ich nie irgendwie gelesen. Wirklich nicht. Das habe ich zum ersten Mal bei ihm gesehen. Und das bedeutet, dass die hier tatsächlich als Straßen zählen. Vielleicht bin ich jetzt gerade einfach nur verwirrt wegen Anno 1800, als ich die Beta gespielt habe, weil da ist das noch nicht so gewesen. Oder da ist das nicht so gewesen. Aber jetzt steht das hier nochmal schwarz auf weiß oder eher beige auf... Ja, schwarz mit... Nee, schwarz-braun mit 50% Deckkraft. Dass diese Plätze auch die Fähigkeiten einer Straße haben. Ich hoffe natürlich, dass dieser Torbogen diese auch hat. Also, mein Plan sieht wie folgt aus. Ich werde hier erstmal abzählen. 1, 2, 3, nee, Moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich hoffe, oh Mann, ey. Ich hoffe, ich habe mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 so nur, okay. 13, 14, also insgesamt. Das heißt, wir sind gerade, das ist mega beschissen. Denn diese ganzen Gebäude hier, die sind alle nur 3x3. Und deswegen kann man sie nicht hier in der Mitte von diesem... Ich fürchte, ihr habt diese Angelegenheit etwas unterschätzt. Von diesem Weg da platzieren. Also, wir gucken mal, ob wir diese Flotte hier so ein bisschen aus ihrem Gebiet weggelockt bekommen. Zeit steht da ja jetzt nicht. So, die drehen ab. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Ja. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was du... Läuft nicht so gut. Nee, dann vergessen wir das. Ich möchte jetzt eigentlich lieber bauen als... Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Nächste Folge werden wir die Flotte besiegen. Also wir müssen das Ganze hier leider um ein ausbauen. Gut, dass ich abgezählt habe. Jetzt können wir nämlich schön... Naja, fast... Okay, wir haben von allem ganz viel. Das ist super. Unser Palast hier, der bewirkt, dass wir hier mehr Fläche freischalten. Also müssen wir jetzt für diese Fläche keinen Marktplatz bauen. Wie gestalten wir die Einfahrt zu unserem Palast? Zum Beispiel so. So sieht super aus. Müssen wir natürlich hier das alles symmetrisch halten. So zum Beispiel. So. Und dann kommt hier der Eingang rein. Es gibt natürlich noch den hier. Aber ich glaube, der sieht nicht so gut aus. Ich mag den hier irgendwie mehr. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Also, der ist natürlich schweineteuer. Eigentlich alles ist da schweineteuer. Aber wichtig wäre mir dann doch nochmal den zu bauen. Die Frage ist nur, wohin. Sehr gute Frage. Könnte man eigentlich mal ein bisschen weiter nach hier hinten bauen? Jetzt muss ich überlegen, wenn ich den so versetzt hinstelle, kann ich den... Ja, das kommt hin. Feuer verwüstet ihre Stadt. Oder ich baue den so. Drei... Nee. Ich muss den leider so bauen.
Und wir haben ein Feuer. Ja. Weil dieses freche Schiff natürlich wieder meine Gebäude angreifen muss. Okay. Balkon? Nee, wir wollen ja unter uns bleiben. Also nur Fenster. Sieht super aus. Schalten wir uns jetzt eigentlich... Nee, wir haben, glaube ich, uns alles schon freigeschaltet. Kann das sein? Mehr Palastteile dürften wir eigentlich nicht bekommen. Und dann ziehen wir uns... das Ganze mal so ein bisschen nach hier oben. Oder kriegen wir noch mehr? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das sind jetzt hier sechs Stücke. Erinnere ich mich irgendwie daran, dass ob wir noch mehr bekommen? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt habe ich... Ah, nee. Oh, no, 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 no. Ja. Verdammt. Ich hab natürlich jetzt nur auf die eine Maße geachtet, und zwar, dass das bündig hier ist, aber der Abstand. Auf den habe ich natürlich jetzt nicht geachtet. Verdammt, das heißt, wir dürfen das Ding nochmal abreißen. Na, schade. Naja, lassen wir das erstmal so. Okay. Ärgerlich. Das ist die Frage. Steinstraßen? Nö. So zum Beispiel. Und dann einmal irgendwas Schönes noch hier in die Mitte. Was machen wir denn dahin? Sowas hier? Ja. Und nach hier außen wollte ich eigentlich... Na, die immer noch nicht. Mit denen kann ich mich leider immer noch nicht anfreunden. Ich wollte eine Zypresse pflanzen. So. Ja, also das... So vom Schema soll das dann nach hier hinten der Palast werden. Und dann da drumherum noch ein paar Adligenhäuser. Aber so wie das jetzt aussieht. Sag mal, sind die eigentlich... Was ist das denn für eine Flotte hier? Natürlich greift... Ah ne, die greift mich gar nicht an. Du musst leider repariert werden. Ich hatte doch hier noch irgendwo... Jawohl. Vielleicht kriegen wir sie jetzt versenkt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Dazu beschleunigen wir noch einmal. Nee. Die machen sich natürlich wieder aus dem Staub. Achso, ja, jetzt ist eh vorbei. Kann ich mich mit anfreunden. Okay. Dann haben wir hier unten... eine neue Insel gegründet. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen Gewürze pflanzen. Ja, Fruchtbarkeit ist auch gegeben. Nur nochmal sicherheitshalber geschaut. Hallo? Dankeschön. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Tja, wie viele Gewürzfarmen brauchen wir wohl? Ich bin mir da nicht sicher. Und es brennt schon wieder. Och Mann, ey. Ja, dann lasse ich das jetzt auch ausbrennen. Und hier oben werde ich mal ein bisschen... Norias bauen.
einfach weil wir... Haben wir überhaupt hier irgendwo eine Insel, wo nur fruchtbarer Boden ist? Ich glaube nicht, oder? Nö. Hier ist noch ein bisschen was, aber mehr dann auch nicht. Also, Norias, wo seid ihr? Da unten. Ja, an sich haben wir das Geld ja auch. Also da befinden wir uns wieder an einem anderen Punkt als zu Beginn dieses Endlosspiels. Und Vorspulen ist ja jetzt auch nicht verboten, da wir nichts haben, was uns irgendwie gefährlich werden kann. Ja, oder vielleicht doch. Aber das ist mir dann in dem Moment egal. Schauen wir lieber dem Sand der Sahara zu, wie dieser sich grün färbt. Also Gewürze, 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 da sind Gewürze. Ich baue die jetzt einfach hier irgendwie. So, gucken wir mal, wie wir es schaffen. Wer soll dich abholen? Vielleicht du? Dann ziehe ich da auch nochmal einen Weg hoch. So, also 1, 2, 3 und 4. Und da passt auch noch eine Gewürzfarm rein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, zack. Eine Rohstoffader ist versiegt. Boah, ist ein bisschen viele, ne? Aber die laufen auch alle nicht auf 100%. Das hat den einfachen Grund, dass wir natürlich eine Noria gebaut haben, aber... Aber weil wir natürlich nicht im komplett grünen Bereich der Noria sind, laufen die hier eben nicht auf 100%, weil sie nicht genug Wasser haben. Also brauche ich mal ganz, ganz schnell ein bisschen Holz. Um da unten nochmal ein bisschen Norias zu bauen. Zum Beispiel hier nach oben eine, mit der wir dann das alles da abdecken können. Eine Krankheit breitet sich auf ihrer Insel aus. Gott helf uns, dass dieser Jammer endet. Auf die eine oder die andere Art. Tja, die Pest ist mir jetzt eigentlich nicht so willkommen. Das Ding wird halt auch gleich kaputt gehen. Bauen wir das einfach neu. Letztes Wasser. Also ich werde auch noch hier die nächste Handelsroute. Das müssen wir unbedingt jetzt ändern. Also wie nennen wir die? Baldingen Gewürze. Weil wenn wir jetzt die ganzen Routen zweimal haben, dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, wo irgendwas hin muss. Oder was. Deswegen werde ich... Vielleicht benenne ich die auch noch irgendwann um, aber erstmal die neuen Routen bekommen alle ihren Stadtnamen Zielhafen zugewiesen. Und vielleicht soll ich dann auch noch die Route selbst einstellen. Also da laden wir bitte ein, Gewürze. Oh ja, und das sieht auch schon gut aus. Und da laden wir das Ganze aus. Und zuweisen möchte ich da zum Beispiel die Monsun. Wir können hier natürlich auch noch was anderes machen. Wir können Datteln, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt auf meiner Nordinsel. Wir können Stein, Quarz, Kupfer, Eisen. Oh, da oben habe ich Felder vergessen. Ja.
Okay. Einer ihrer Betriebe stellt. Gut, dann kriegen wir hier die Patrizia rein. Aber wir müssen natürlich diese Stadt weiter vergrößern. Denn wir haben jetzt so viele Gewürzfarmen gebaut, da darf eigentlich nicht nur so eine kleine Insel von beliefert werden. Also müssen wir das nochmal schnell alles hier ein bisschen ausbauen. Hier ziehen wir das auch nochmal rum. Es muss alles naturmäßig aussehen. Haben wir vielleicht venezianische Bäume? Gibt es sowas überhaupt? Weiß ich gar nicht. Eine Hecke haben wir hier. Bauen wir eine Hecke. So, und einen schönen Brunnen gibt es auch noch. Aber einen Brunnen? Nee, so einen Teich haben wir hier. Ach, der sieht auch bescheuert aus. Eieiei. Naja, noch sieht alles eh nicht so gut aus, weil wir ja noch Bürgerhäuser haben. Und da sieht das einfach noch nicht so ein prunkvolles Ding hier. Mitten ins Viertel hier. Danke, nein. So, wir brauchen auf jeden Fall. Also ich möchte um die. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Ja, komm mal. Ach, Mann, muss das denn sein? Immer neben dem. Immer neben dem Korsan. Sowas Blödes. So. Dann geht euch jetzt mal die Schiffe holen. Ja, eigentlich können wir das auch 2-2 machen. So. Das Schöne an dem Auftrag ist, dass die Schiffe nicht bei der Flotte bleiben, sondern sich auch wegbewegen. Und hier muss der Zimmermann sich selbst reparieren. Oha, aber das tut er nicht. Ha, der kann sich selbst gar nicht reparieren. Interessant. Gut, was kommt hier hin? Da hätte ich zum Beispiel Lust auf das schöne Gebäude. Nee, das muss hier nach oben. So zum Beispiel. Und hier oben habe ich wiederum kein. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Alter. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Die Schiffe sind ja schon auf dem Weg. Als Monarch hier sind wir natürlich überhaupt nicht daran interessiert, dass unsere Schiffe angegriffen werden. Wir kümmern uns nur um den Ausbau unserer Stadt. Es ist auch so viel Zeit, die dabei drauf geht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Ja. Danke für nichts. Damit geht auch das Schiff flöten. Hier passt sogar noch ein. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Alter. Mein Gott. Na, da habe ich sie gerade schon gesehen, unsere Schiffe. Die kommen da zum Glück jetzt gerade an. Ja. Oh, sind sogar alle drei hier versammelt. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. So, das stört mich. Hervorragend. Damit hätten wir jetzt schon den Auftrag erfüllt, aber wir versenken das noch gleich mit, weil es uns gerade. Ja, warum sollten wir das jetzt nicht versenken? Gegenfrage. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das Schöne ist, solange der Hassan hier mit seinem letzten Aufgebot wartet, schickt er auch keine Schiffe mehr in die Inselwelt. Bedeutet, wir können jetzt das Schiff ohne Sorgen nach Hause schicken, ohne dass irgendjemand uns das versenken wird. So.
Die Ondina müssen wir noch auf die Route setzen. Und zwar Weizen und Kräuter. Achso, das war... Kriegen wir vielleicht das Schiff... Na, eigentlich reicht da auch das eine große, oder? Ach komm, wir hatten es jetzt so... Dann setzen wir das da jetzt auch drauf. Okay. Hier kommen die ersten Gewürze hervorragend. Das bedeutet Patricia für Baldingen. So, und hier darf natürlich nichts provinziell aussehen. Neben unserem Herrschaftspalast. Gut, dann werde ich jetzt mal hier so ein kleines Gebiet reservieren für unseren optische Aufwertung. Und dann können wir hier oben noch ein paar Gebäude hinbauen. Ach, was rede ich denn da? Ein paar Bauernhäuser. Gut. Die wollte ich jetzt aber schon ziemlich gerne auf Adligenstufe bringen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Da muss ich wohl oder übel... Boah, da muss ich eine Kirche, ein Schulturm und eine Schenke hier irgendwo reinquetschen. Ja, und die Schenke... Eine Produktion kommt zum... Die Kirche, hätte ich gesagt, würde ich hier nach oben bauen. Ach, das geht aber auch nicht. Eieiei. So als einsame Dorfkirche. Ach nee, da, haha. Die kann doch nach hier oben. Also Kirche. Ach, die bauen wir auch schon mal. So zum Beispiel. Und da können wir auch schon... Ach, wir haben sogar hier schon Patricia. Ach, ihr wollt wieder nicht. Ihr wollt wieder nicht, war ja klar. Was? Wir verschwinden nicht von hier. Haben wir unser großes Heerlager verloren, aber unser Tribuchet dürfte damit jetzt eigentlich fertig werden, oder? Dankeschön. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ach, jetzt haben wir sie sogar gar nicht getötet. Doch, was? Danke. Ganz komische Sache. Okay. Jetzt haben sie sich irgendwie selbst zurückgezogen, aber in dem Moment haben wir sie auch besiegt. Verstehe ich nicht. Ach, jetzt wollte ich da eigentlich die Schenke hinbauen, ich Idiot. So was Blödes. Ja, vielleicht muss dieser Wald doch weg. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wenn wir die hier so hinbauen, dann könnte ich mit zwei Straßen... Ah, den unteren wieder nicht. Ei. Ups. Habe ich die falsch rum platziert. Gut, damit haben die jetzt Kirche. Ein Schulturm fehlt noch. Tja, Schönheit ist teuer, ne? Oh, nee. Ich habe Shift gedrückt. Habe ich jetzt... Nee, habe ich eigentlich nicht. Okay. Ah, ich bin gerade ein bisschen... Überlegen. Aber ich glaube, das könnte echt schön aussehen. Mit diesen kleinen... kleinen Gebieten hier. So diesen kleinen Vierteln. 2x2. 2x3. Aber der Schulturm, der muss hier hin. Das heißt, ich muss dich ganz kurz abreißen. Und ein neues bauen. So, und der Schulturm kommt dann... Genau, und das passt dann auch hervorragend. Aber da fehlen uns die Steine für. So ein Jammer. Wo sind denn meine Schiffe? Achso. Achso. Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Gut,
Wie viele? 20 können wir nur dazu aufsteigen lassen. Okay. So, und wir werden natürlich jetzt vorspulen. Keine Frage. So, ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Wenn wir dann hier noch alles schön verziert haben und dann hier die adligen Häuser stehen. Das sind mir die hohen Investitionen wert. So, hier ist schon wieder eine Kohlemine. So. Dann werden wir jetzt einen Schuldturm bauen. Auch schon direkt richtig rum ausgewählt. Ja, die brauchen... Die nehmen wir an. Ach ja, die sind sogar auf der Insel gekommen. Hervorragend. Welche Zumutung, in dieser Stadt leben zu müssen. Naja, neben die Eisenschmelze könnte das... Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als... Könnte das passen. Oh, und jetzt müssen wir aber auf... Ach du Scheiße, wir haben keine Leinkutten mehr. Hatten wir die überhaupt schon mal produziert? Ja, ich erinnere mich. Also ich brauche mal ganz schnell ein paar Leinkutten. So, als kleine Notlieferung. 80 Tonnen sollten da ausreichen, bis wir die Versorgung aufgestellt haben. Und ihr fahrt mal aus dem Hafen raus. Ihr stört nämlich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was macht so ein Handelsschiff mitten im Nichts? Ich weiß es nicht. Sieh es als Sicherheit. Für dein... Was? Was machst du hier, Störtebäcker? Warst du auf einer Route? Bist nicht mehr zurückgekommen? Gut. Ja, also bis wir die dann hier auf Patricia hochbekommen, dauert das noch ein wenig, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Hoffe ich zumindest. Und da können wir auch nochmal irgendwas reinsetzen. So auf die Schnelle, zum Beispiel noch so ein Wachturm hier. Ja, der sieht halt leider hässlich aus. So einer sieht dann doch schon... Haben wir dasselbe Fundament? Ja, beides ist Sand am Ende. Einfach ein Elefanten im Zwinger. Tja, ein Brunnen von Schulturm. Ah, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht. Ein Friedhof wäre vielleicht eine Idee. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ach, gucken wir mal. So. Okay. Ja, und die Schenke hier ist so eine kleine Privatding hier für die vier Häuser. Denn sonst hat da niemand Zugang zu. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen Baumaterialien. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge weiter auf den Ausbau dieser Stadt konzentrieren. Natürlich müssen wir auch noch Steinstraßen hier bauen, keine Frage. Und ja, hier unten kommen dann auf jeden Fall noch Häuser hin. Okay. Gut, ich würde vorschlagen, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Suchen wir uns nochmal hier schnell so einen kleinen... Kleines Abschiedsbild. Ja, so irgendwie. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.